So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Medieval Dynasty. Weiter geht's mit dem Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, auf YouTube nachträglich hochgeladen und Wack joint jetzt dann gleich. Und ich wollte ja noch gucken, wie wir das machen, also das habe ich ja in der letzten Folge angekündigt, wie wir das mit dem Weizen, Haferkorn und Roggenkorn machen. Und ich glaube, weil wir ja doch recht, also wir haben eigentlich ja recht viele Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Das heißt, wir könnten 5 hier rüber, also... Wir könnten zum Beispiel... Weizen... 1, 2, 3, 4, 5, so. Die alle Weizen. Ja, soweit so gut. Und jetzt muss ich kurz gucken, welcher von beiden denn der war, den wir im Herbst anpflanzen wollten. Frühling, Herbst, Herbst. Roggen brauchen wir jetzt. Also. Das heißt, wir gehen nach Verwaltung. Dann machen wir hier Roggen rein. Pflanzen ändern. Roggen. Ja. Dann gibt es hier überall Roggen rein. Und dann ist jetzt das Roggen- und Weizenfeld. Und die Roggen werden wir dann ändern, also wenn die geerntet werden. Ne? Weil Weizen hat fast einen durchgängigen Zyklus. Dann haben wir das mal. Und hier müssen wir ja gucken, wie wir das machen. Und jetzt aktuell haben wir nichts mehr, was noch brauchbar wäre. Jetzt im Herbst können wir eh nichts mehr groß anpflanzen. Ja. Also wir hätten jetzt noch Karotten dann im Winter. Die gehen würden. Zwiebeln und rote Beete und so, das ist alles... So, und da müssen wir natürlich den Typen noch wieder zuweisen. Stoy. Der in der Fischerhütte ist und am Fischen war. Der kommt jetzt wieder in den Feldschuppen. Als Arbeiter. Soll ich meine Frau noch mitschicken? Damit das sicher erledigt wird? Ja, machen wir. So. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, ob die auch genug Werkzeuge haben. Weil ich wollte die Schweine langsam in Angriff nehmen. Ah, by the way. Warum willst du Schweine angreifen? Wie bitte? Warum willst du Schweine angreifen? Die haben sie zu zähmen. Kann man die Wildschweine zähmen tatsächlich? Nein, nein. War auch schade. Das wäre schön, ja. Wir haben genug hier. Ja, by the way, du hast angefangen damit. Max? Ja, bitte, Entschuldigung. Ja, by the way? Nichts, mein Gehirn hat einen Lag. Alles gut. What the fuck? Ey, keine Ahnung, ich wollte irgendwas sagen und dann doch nicht. Okay. Ist fine. Ist fine. Was ist eigentlich hier? Ich will das hier erkunden. Bin right back. Oder sollten wir eventuell schlafen? Na. Okay. Aber in der Nacht wirst du halt einfach, also die Chance angegriffen zu werden, ist halt relativ hoch, ne? Passt schon. Deinen Görn. Wie viel Fleisch habe ich dabei? Bro. Wie machen wir denn Leinen Görn? Wahrscheinlich in der Nähstube, dafür brauche ich eine Nähstube. Ja, brauchst du welches? Ich habe welches in der Kiste reingemacht. Zwei Stück. Ne, ist schon okay. Produktion. Ah, ich habe eine Idee. Wie wir die Produktion ankurbeln können. Wie lange dauert das hier mit dem Fleisch? Ach du Scheiße. Wir machen Holz, Holzschalen und mit den Holzschalen kochen wir dann, also Holzschalen und Fleisch, kochen wir dann die Kohlsuppe. Wir nehmen das schlechte Fleisch, ja, und daraus mache ich dann ganz viel Kohlsuppe und das verkaufen wir in der Stadt.
Okay. Wir müssen ja nicht wissen, dass das das schlechte Fleisch ist, ne? Das ist natürlich wichtig. Und wenn die Stadt stirbt mit allen Bevölkerungsleuten und so, dann können wir die ja übernehmen. Also es ist eine Win-Win-Situation. Mhm. Hört sich gut an. Die tödliche Karawane, oder wie nennen wir es dann? Du hast hier noch 31 Fleisch übrigens in dem. Oder hier verkaufe ich das Fleisch? Weißt du was, ich verkaufe einfach das Fleisch. Na das. Ah. Aber das Fleisch. Wenn du eh in der Nähe von der Stadt bist, verkauf es, ja. Ist okay. Ja, ich lauf. Ja, ja, du hast Käse und so in die Küche gemacht. Ja. Ja, also gut. 50% Haltbarkeit. Also von wegen schlecht. Das ist eigentlich noch verdammt gutes Fleisch. So. Jetzt wird mal eine Runde gekocht. Hey, wo ist das Ganze? Achso, das ist... What? Sag mal, bringt der Speer noch was? Niemals. Der bringt doch 40... Ah, okay. Okay, wisst ihr was? Wir müssen schnell ein paar Sachen ändern. Weil ich habe einfach zu viel Stuff dabei. Und es geht mir auf den Sack hier, das mal alles durchscrollen zu müssen. Also ich schmeiß mal die ganzen Flaschen, ja? Schnell bei mir ins Zuhause. Und die ganzen Pfeile auch, weil ich eh nicht mit Pfeilen arbeite. Hm. Für Flaschen habe ich irgendwo einen Platz gemacht. Beziehungsweise irgendeine Kiste. Achso, ja genau, bei der Werkstatt. Machst du einfach in die Kiste dort rein. Okay, was haben wir hier? Metflaschen, Tonbecher, Tonvasen. Schmeißen wir alles da mal schnell rein, so. Theoretisch kannst du die Dinge nicht dort auch erzeugen, beziehungsweise machen. Also wo, bei der Werkbank oder wo? Entschuldigung, ja, was? Ja, bei der Werkbank. Ah, da hast du sie einfach reingeworfen? Ja, genau. Da, wo sie quasi herstellst. Ja, easy. Metflasche, da ist eine Metflasche drin. Was? What do you mean? Wo du sie herstellst, warte mal schnell, vielleicht meinst du das hier. Nein. Auch nicht. Nein, meine nächste. Also eine Bierflasche kommt rein, noch eine Bierflasche kommt rein, noch eine Bierflasche kommt rein. Ein paar Federn rein, die brauchen hier sicher auch. Dann noch eine Metflasche, noch eine Metflasche, noch eine Metflasche. Gänse dürfen hier noch schnell rein. Tonbecher, können alle rein, Tonvasen. Gut. Wir brauchen ganz dringend Feuer bei uns. Wir könnten Fladenbrot machen mit Mehl und Wasser. Wir haben Mehl, könnten wir einfach produzieren. Wir könnten Fladenbrot mit Zwiebeln machen. Dann könnten wir das auch noch verkaufen. Das ist eine gute Idee. Also, ich gehe mal ins Kochgeschäft. Wir gehen mal ins Kochgeschäft, UX. Gut. Wir stocken unsere finanzielle Situation mal ein bisschen auf mit 36 Kohlsuppen. Die wir, glaube ich, für je 12 Stück, 12 Leblinge verkaufen. Ich werde langsam einfach zum Meisterschützen. Habe ich dann... Guck mal bitte bei mir kurz in die Küche... In die Küche, sorry, in die Nobi, Kiste danke. Rein. Danke für den Sub. In der letzten... Vor der letzten... Also vor dem Start der Folge hast du noch gesubbt. Dankeschön für den Support, Mann. Entschuldigung, hast du nichts gesagt, aber Dankeschön, Dankeschön. Was meinst du, Rick? Guck mal bitte in meine Kiste rein. Ob da die ganzen Tonsachen sind. Digga, ich bin gerade im Kohlsuppen-Kochen-Flow. Weißt du, ich. Wow. Hab gerade 5 von 36. Was? Kann nachher dann reinschauen. Du könntest noch eine Real-Life-Story erzählen, der Zeit, wo du das eigentlich fertig machst. Ich glaube, ich kaufe mir morgen die Zutaten für eine Kohlsuppe, ganz ehrlich. irgendwie reizt mich das jetzt voll.
Nein, ich versuche jetzt mal ein bisschen Geld zu scheffeln. Ich verarbeite das Fleisch und Kohle, die Kohle jetzt zu Kohlsuppen. Wir haben noch relativ viel Mehl, was noch unverarbeitet, oder was wir verarbeiten können. Zusammen mit den Zwiebeln mache ich daraus. Oh, das greift mich jetzt an. What the fuck? Ladenbrot. Okay, Teil der Kohlsuppen könnte ich eigentlich auch einlagern. Ich verkoche jetzt mal ein bisschen was, ja? Obwohl das auch etwas wäre, was ein NPC machen könnte. Ist deine Frau eine gute Köchin? Das weiß ich nicht, müsstest du mal gucken. Ich glaube, sie hat eine 2 auf jeden Fall. Dann mach ich lieber selber. Nichts gegen deine Frau, ne? Kümmer dich mal, kümmer dich super mal darum, dass deine nicht wieder besoffen ist abends. I'm starving. Das ist die Real Life Story. Ärger mit den Hausfrauen. Oh Gott. Jeez. Schwierig. 50 Feder! What? Okay. Verkaufen. Ich verkaufe regelmäßig Federn. Weil wir brauchen gar nicht so viel. I can't recall the taste Jacke of fur. Halten. Jacke wie Hose. Sag mal, ist unter mir zufälligerweise jetzt eine Mine oder was? Nein. Hackt unser Kollege eigentlich noch Kupfer und Holz? Das weiß ich nicht. Nein, der Holz schon. Also hat er noch genug Material überhaupt? Weil da haben wir seit Ewigkeit nicht mehr geguckt. Ja, prüf mal nach, bitte. Oder schneidet der nur Bretter? Oder so, oder steht der einfach da und tut so, als ob nichts wäre. Was entdeckst du denn alles, Digga? Ich sehe links die ganze Zeit was aufblocken. Wir könnten eigentlich mal Roggen. Bist du gerade in der Nähe von dem Angeldorf? Ich bin gerade in der Nähe von Bären, die mich jagen. Ich hab hungrig. Ist das in der Nähe von dem Angel? Deine Notlage interessiert mich. Natürlich durch den Baum, Bruder. Natürlich durch den Baum. Ey, du darfst gleich eine Kohlsuppe essen, Digga. Zuerst machen wir sie fertig. Der darf mich nicht nochmal treffen. Lauf doch! Lauf! Hab ich gesagt! Oh. Schnell, 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 schnell! I'm hungry. So, ja. Kostet jetzt seine eigene Kohlsuppe. Ah, wir haben einen Fähigkeitspunkt gekriegt. Inherstellen. Sehr schön. Mehr Erfahrungsgewinn beim Arbeiten, ich gebe ihm. Junge, dieser Bär hat einfach mal 4000 Liter Blut oder so. Wie viel Leben hast du denn? Oh, mein Bogen ist am Arsch. Hab ich noch einen Bogen da? Hab noch einen Bogen dabei, du Trottel. Hey, die Brühe im Topf ist mega lecker. Nein. Ich weiß nicht, was du hast. Sei nicht so. Nehmen wir das mal hier rein. What? Meisterschütze, ja, ich habe 40 Mal getroffen gefühlt. Er rennt immer noch weg. Er hat immer noch Blut im Kreislauf. What the fuck? Ist das derselbe? Nee, der lebt immer noch. Halt's Maul. Oh. Mäh, mäh. Maul da hinten. Schön, wie wir nur die Geräuschkulisse hören. Leider hinten ist noch. Und vor dir wahrscheinlich so ein Topf so. Ein bisschen Salz noch. Und ich bin like, oh mein Gott! Mein Leben!
Ja, ich glaube, der verarbeitet einfach die ganzen Holzstämme zu Brettern, der macht sonst nichts. Er wollte einfach nicht sterben, Mann. Kupfererz. Ja, ich muss wir müssen nachher gleich gucken, wer was wie wo und so. Wir müssen dem ein paar Äxte bringen. Was? Wann hat denn der bitte... Wie viele Äxte habe ich vorhin gemacht? 8? Nein, ich habe noch nicht geguckt, aber ich gehe davon aus, dass wir ihn bringen müssen, weil mir geht das Holz aus. Ja, aber ich habe ihn doch vorhin Dutzend Äxte gefüllt gemacht. Ja, dann okay. Wird er noch haben. Alles gut. Ich weiß nicht warum, aber es hat was unangenehm Entspanntes, die ganzen Sachen hier herzustellen. Unangenehm entspannt? Sehr angenehm Entspanntes, mein Gott. I don't judge. Samuswerk, dankeschön für 30 Monate. Danke. Ich mache mir jetzt einfach 30.000 Speere. Ja, warte schnell. Die müssten sich ja eigentlich auch aus dem Lager hier bedienen. Wir müssen denen ja nicht alles ins Dings reinschmeißen, oder? Yeah, Näherei freigeschaltet. Here we go. Good job. Let's go. Woo, woo, woo. Yes. Du hast ein paar Steinäxte hier reingeworfen. Cyberzwang, danke, Mann, für die Geschenksubs. Alter. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Mann, für 10 Geschenksubs. Super lieb von dir. Vielen, vielen lieben Dank. Leute, wenn ihr einen Sub gegonnen habt, lasst ein Dankeschön da. Da ist er. Es gibt. What do you mean? What do you mean? Okay. Jetzt kommt ein Bison auf mich zu. Und von rechts schreit mich ein Bär an. Come on. It is genug Bullshit for today. Komm, renn mich an. Ja, dich kannst du. Chat, weiß das jemand? Muss ich die Holzhacken abgeben? Oder reicht es, wenn die hier drin sind? Müsste doch eigentlich reichen, oder? Also ich muss denen das wirklich hochbringen. Die brauchen das im Lager. Also gut. Und die Saat auch? Wir sind nicht 100% sicher. Ich mir eben auch nicht mehr. Das ist ja das Ding. Das ist das Ding. Mal mit dem Trinken. Weil irgendwie arbeiten die gerade nicht auf dem Feld, wie sie müssten. Zugewiesen habe ich sie eigentlich, ne? Ah. Fehlt ihnen der Dünger? Nein. Roggenkorn. Roggen. Was haben wir denn angepflanzt? Ich habe dennoch nicht das entdeckt, was ich eigentlich entdecken wollte. Okay, das geht da durch. Doch, eigentlich müssten die. Warum machen die das nicht? Was fehlt ihnen denn? Also sie haben Dünger. Sie haben die Säckchen. Sie haben die Holzhacke.
Ach so, die sind erst gerade aufgestanden. Stimmt, ich vergesse immer, dass ich die Nacht durcharbeite. Deswegen sehe ich auch pinke Elefanten teilweise durch die Luft fliegen. Ein richtiger Hustler. Ein richtiger Macher. Oh, Alter. Du glaubst einfach an den Traum. Einfach, einfach kaputt. Also, eine Näherei. Wo machen wir die Näherei hin? Ist ja offen an der Stelle, ne? Das heißt, die würde sich eigentlich ganz gut hier machen. Ja, ideal. Das finde ich gut, weil dann können wir hier einen Weg ziehen. Ich glaube, ich mache es zuerst fertig. Also 8 Steine brauche ich. Soll ich noch ein bisschen mehr Zwischengang lassen, dass man doch noch zwischendurch kann? Das haben wir hier auch gemacht. Nein, machen wir nicht, aber ich mache hier noch ein bisschen näher dran. So ist perfekt. Ne, nicht ganz. Ich bin so ein bisschen verrutscht, ne? Auf der anderen Seite, wenn ich ein bisschen davon weggehe, dann spielt das gar nicht so eine Rolle. Wisst ihr was, scheiß drauf. Ich mache ihn jetzt sehr nah dran, ne? So. Dass der etwa auf beiden Seiten etwa gleich hoch ist. Und das wird reichen müssen. So ist gut. Naja, ist schon okay. Das Spiel ist für die, die wenig Speicherplatz haben und der Preis einfach genial. Das Spiel ist herrlich. Es ist nicht teuer, es ist todesentspannt. Mal schön was anderes. Jetzt mit dem Coop-Modus ist es super, weil du es auch mal mit Kumpels zocken kannst. Scheiße, warte mal schnell. Welche Seite ist denn offen? Doch, dann ist es genau, richtig. So, perfekt. Bitte was? Ich wollte gerade sagen, meistens doch da, wo die Treppe. Ja, ja, aber teilweise hast du bei Gebäuden, wo du was produzierst, noch eine andere Seite, die zusätzlich auch noch offen ist. Und die wollte ich schön passend haben. Das ist mir jetzt, das ist jetzt auch der Fall. Alright. Von dir brauche ich nicht. Ja, doch, oder? Ich häng fest! Hier? Achso. Ich hing fest. True.
Gehören die zusammen? Sind 18, 16, sind... Ich meine das einfach mal schnell so. Ja, hier brauchen wir auch noch mal. Ist gut, dass ich mehr mitgenommen habe. Zudem, die Näherei wird noch mal breiter, dann müssen wir sie eh noch mal anders platzieren. Ich glaube, ich hätte die Jagdhütte wirklich so ausbauen können, wie ihr das in der einen Folge gesagt habt, Chat, dass man das drüber bauen kann. So, jetzt brauche ich mehrere Holzstämme. Wie ist der eigentlich gerade eingestellt? Macht der noch was? Das war nicht Lederchi, das war Mekimir, der als Holzarbeiter da. Zustand 83, Gewinnung. Ja, ich schalte ihn mal auf 10% Bretter und 90% Holzstämme. Aber er arbeitet schon dran. Das ist schon gut. Was für Material fehlt euch denn in der... Ein Päckchen, ein kleines Päckchen. Was brauchst du denn? Ich habe nicht mehr genug Saat. Oh nein, haben die mit den Weizenfeldern begonnen? Okay, das mit der Landwirtschaft funktioniert noch nicht so ideal, wie es müsste. Ich glaube, wir müssen doch nochmal Dung und so einen Scheiß kaufen gehen, Mann. 36 hatten wir, ne? Ja, genau. Bin ausgerutscht auf dem Stamm. Ich bin froh, dass ich mir die Axt nicht selber ins Gesicht gehalten habe und dabei gestorben bin, Mann. Das wäre ja einfach mal wieder Classic gewesen. Und eine Schrosse! Ja, weg. Wieso das... Das so schnell ist meine Frau Witwe geworden. Wahnsinn. Wie bitte? Das kannst du ohne mich. Ja, wenn du so lange weg bist, muss ich halt irgendwie gucken, wie ich sterbe. Verstehen. Das ist durchaus verstanden. Was soll ich sagen? Die ist nun mal ein Laster geworden von mir. Also. Dach fertig, Dach fertig, Dach fertig, Dach fertig. Meine Damen und Herren. Also, ich habe gelogen. Nix da, meine Damen und Herren. Oh shit. Brauche ich echt so viel? Ja, kacke. Mach ich noch drei. Zwei Stöckchen und drei Holz. Stimmt.
Hey, der ist aber eigentlich schon recht schnell, muss ich sagen, mit den Holzstämmen. Ich finde, es war eins drin, als wir losgegangen sind. Es sind jetzt sechs drin. Das heißt, der macht schon. Der Holzverbrauch ist einfach insane hoch. Ja, nein, ich finde das gut, weil jetzt haben wir die Seite hier ist jetzt noch offen. Ich finde das sehr schön. Mag ich. So. Genau. Dann wollte ich kurz gucken. Leinengarn aus Lachshalmen. Ist das Stroh? Ich kaufe das Schema mal schnell, wer das gucken will, weil das wäre ja... Flachs ist was anderes. Wo kriegen wir denn Flachs her? Ich gehe mal die Suppen verkaufen. Wie schnell kann man bitte nicht mehr laufen? Eine Suppe gönne ich mir aber noch selber. Bronze sicher schmeißen wir noch schnell vorne rein. Und dann gehen wir die Ressourcen holen, dass wir das, dass wir die Felder fertig machen können. Ich will jetzt gucken, wie viel sie jetzt gemacht haben zu zweit. Ich habe ihm extra meine Frau als Unterstützung geschickt, damit ihm jemand auf die Finger guckt. Ja, ich meine, damit ihm geholfen wird. Ja. Ah, die Seite haben sie gemacht. Okay. Ja, okay. Das Problem sind die Weizen. Sie haben nicht genug Weizen. Oh, es geht hier oben schon los. Das ist ja cool. Sie machen die Felder immer von links nach rechts. Sehe ich das richtig? Wenn ich jetzt theoretisch das hier durch das hier ersetzen würde und die tausche, dann müssten sie eigentlich damit anfangen. Ich versuche das jetzt einfach. Ist ja auch ein Prozess des Lernens, ne? Nein, abbrechen.
Warum verdammt nochmal ändert er das nicht? Ja, ich will sie beibehalten. Ändert es trotzdem wieder zurück. Können wir schnell, wir müssen nochmal schnell neu reinladen, okay? Weg. Ja, was? Wir müssen nochmal schnell neu reinladen. Ich kann die Felder irgendwie nicht richtig ändern. Okay, dann sprechen wir. Ich versuch's jetzt einmal noch. Okay, wieder was, wir machen es anders. Ich mach schnell mal leer. So. Ja. Jetzt sind sie leer. Und versuchen wir es nochmal. Mit Roggen. 3, 4, 5. Speichern. Okay, Herz, wir müssen nächstes Mal. Moment mal. Ist das jetzt Roggen? Ja. So, jetzt haben wir es getauscht. Sind Sie jetzt oben noch arbeitslos? Weil eigentlich müssten Sie das Feld jetzt drehen. Mann. Kein Material. Leingarn. Dünger fehlt. Sekt. Das könnten wir uns jetzt tatsächlich... 1500 Holzmaul! Ja, verdammt nochmal. Du sagst es. Kann es sein, dass ich das Roggen... dass wir kein Roggenkorn in der Dings haben? Ich muss eh Weizen mitnehmen. Mit dem hier. Ach, das sind die Kupfersachen. Hallo, only the best products here. Hello, 12,5, 31, 387,5 kriegen wir für 31 Kohlsuppen. Ich würde sagen, das hat sich gelohnt. Weg. You know, I'm something of a village head myself. Haferkorn. Ach, so läuft. Aber Leder können wir da trotzdem nicht verarbeiten, ne? Können wir Leder verarbeiten? Good luck. Leder verarbeiten? Versuch's mal in der Näherei. Die steht jetzt neu. Ja, yeah, ich weiß. Neben der Küche. Da kann man tatsächlich Leder verarbeiten. Ja. Stimmt. Wie viele Punkte gibt eigentlich ein Haus? Ja. Technologie bauen. Oh, nice. Technologie überleben. Landwirtschaft. Das ist... Ach, ich habe sie hier reingemacht, okay.
Wir haben hier gebaut. Hier zwischendrin. Wieder was? Nichts, okay. Die Frage im Chat war, wo habt ihr gebaut? Auf der Map. Was war das? Also Roggenkorn bräuchten die hier. Können die nicht arbeiten, weil das Roggenkorn hier nicht drin ist? Nein, doch, könnten sie. Dann verstehe ich das Problem nicht. Das ist doch Roggen. Oder bin ich deppert? Deppert? Ah, warte, die haben das schon angepflanzt. In dem Moment, wo ich gesagt habe, schmeiß das drauf. Ah, die sind schon fertig! Ich habe gesagt, mach das da bitte drauf. Die haben das davor drauf gemacht und gesagt, wir können nicht weitermachen, weil wir haben nichts mehr. Die waren immediately fertig. Fleißig. Sehr fleißig, das ist ja. Fleißig. Seit meine Frau dabei ist, läuft's anders! Ich meine, da ist jetzt eine motivierte Arbeit, oder? Was? Da ist jetzt eine motivierte Arbeit. Ah, oh, ja, der. Hat jetzt Angst, um dort zu fliegen. Ja. Wie viele Tage wir pro Jahreszeit haben? Ich glaube 3 oder 4. So, ich mach noch schnell die Weizenfelder selber. Also ganz ehrlich, ich glaube, heute Nacht will ich mein Bett schlafen. Wer macht das? Soll ich mich auch hinlegen? 2, 3, 4, 5. Und wie viele sind das jetzt? Hier noch. Ich sehe sie eigentlich unten rechts. Ich mach das noch schnell, um das Weizen noch anzupflanzen, Chatterino. Mit mir, weil ich hab's ja das letzte Mal verkackt. Beziehungsweise mit dem NPC habe ich zusammen verkackt, indem der so das dann umgepflügt hat, obwohl da noch was drauf war. Aber der macht ja auch nur das, was ich sage. Er hat ein bisschen Geld, das war eine Missernte. Das war ein sehr schlechter Frühling. Oder so. Yonex? Hast du das ganze Weizenbier hier bei mir gesoffen, oder? Nein. Ich würde das hier wieder einsoffen. Du musst gucken, ob die überhaupt voll sind. Wenn du wenn die nochmal am Lagerfeuer stehen und wir zwei leere Flaschen haben, dann zieh ich die über den Schädel, ich schwör's dir, Mann. Ich lauf nicht nochmal nach hinten in diese schöne Gegend und danach haben wir noch nie was zum Saufen. Also ich habe 3 Haferbier dabei auf jeden Fall und 2 Weizenbier nochmal in meiner Kiste. Okay. Und Met 2. Also, dann komm mal zu mir. Also. Oh, ich kann nicht laufen, Moment. Ich habe ein bisschen viel dabei. Ich mich wieder bewegen, wo bist du denn? Wo bist du? Du siehst, Digga, wenn ich dir das nochmal erklären muss, gehe ich an die Decke. Du siehst mich oben. Ich werde als Punkt angezeigt. Du weißt exakt, wie viele Meter ich weg bin. Bei der Jagdhütte bin ich. Okay, das nächste Mal jage ich dir nochmal ein Ding auf den Kopf. Ey. Warum rennst du weg von mir? Aus Gründen.
Ich wollte eigentlich hier an der Scheune mit dir ein Bier trinken und schön auf unser Dorf runtergucken und sagen, das haben wir bis jetzt schon hingekriegt. Ja, pass auf, ich wollte noch ein bisschen Ballast abwerfen hier. Komm gleich. Ach so. Aber dann ist schon zu dunkel. Ja, passt schon. Oh, apropos zu dunkel. Irgendwann mal müssen wir auch noch Laternen bauen. What the fuck? Ja, deswegen habe ich... Was machst du da für Sprünge? Deswegen habe ich die Dings gemacht. Die Näherei. Weil wir brauchen Flachs, um Garn zu machen. Und mit dem Garn können wir die Fackeln herstellen. Oder wir gehen direkt auf Eisen. Also Eisen dann. Können wir noch nicht abbauen. Ja, ich habe kein Bier. Du hast das Bier mitgenommen. Danke. So. Okay. Es gibt keine Trinkanimation. Wow. Ja, nice. Awesome. Das haben wir geschafft, Wack. Ist ein bisschen schummrig gerade. Ich habe noch ein zweites Bier hinterhergeschmissen. Okay. Ja, ich würde sagen, das ist die Zeit, wo wir zurück nach Hause gehen. Zu unseren Frauen, die warten nämlich sicher auf uns. Bro, ich kann kaum laufen. LOL! Soll ich dir helfen? Läuft nach rechts automatisch. Ich helfe dir, ich schaffe das. So, wo? Boom, boom, boom. Okay. Oh, shit, ey. Schön. Okay. Wir sind beim... Hallo. Du. Warte. Du läufst gegen das Gebäude. Ich bin schon im Dorf. Ja, genau. Hier links, hier ist dein Haus. Ja, rein. Sehr gut. Wundervoll. Ich geh mal in eins. Mach mal schlaffi, schlaffi. Okay, dann machen wir mal schlaffi, schlaffi. Bis zum nächsten Tag, richtig? Ja, leg dich doch... Was? Bis zum nächsten Tag. Ah, ja, bis zum nächsten Tag. Anders geht ja gar nicht. Ich bin immer besoffen. Ja, ich bin auch noch ein bisschen angedüdelt. War ein schöner Abend. Wo kriegen wir Flachs jetzt her? Shit, wo habe ich das gesehen? Das machen die, wenn sie Heu ab, beziehungsweise wenn die Weizen abernten. Entweder hier drin, ich bin noch besoffen, Alter. Wird's langsam schlecht. Wir haben hier Flachs, 7 Stück. Und ich glaube, drüben haben wir auch noch was. Jesus Christ, ja. Weißt du was, lass uns das verdammte einfache Haus bauen. Wir kommen sonst einfach nicht dazu. Wir machen es aber aus Stroh und so, ne? Ja, wofür brauchen wir noch ein Haus? Damit wir noch mehr Leute anheuern können, dass wir endlich zu den großen Häusern kommen, weil sonst kommen wir nie zu den großen Häusern. Okay. Wie du sagst. Und da die dann so oder so wieder abgerissen werden. Und wir das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen anders strukturieren, schmeißen wir die jetzt einfach mal schnell hier hinten hin, okay? Okay. Mhm. Das heißt, wir machen eins hier. Irgendwann mal demnächst muss ich die ganzen Pilze von hier tatsächlich mal dahin bringen, wo sie hingehören. Und eins hier. Holen die sich die Menschen das Wasser aus dem Brunnen oder muss man das innen immer in die Kisten bringen? Hofnarr, du kannst, also wenn du noch kein Lager hast, also Nahrungslager hast, musst du es ihnen in die Kisten bringen. Wenn du aber ein Nahrungslager hast, dann kannst du die hier in die Truhe vom Nahrungslager reinpacken. Ja? Und dann holen sie sich das direkt hier raus. Du kannst es auch mit Eimern machen oder mit Trinkschläuchen. Leider gehen die nicht selber an den Brunnen und holen sich das. Wir müssen da immer nachschieben. Ich habe aber gesehen, dass man Leute am Brunnen anstellen kann. Ich gehe davon aus, dass wenn man Leute am Brunnen anstellt, dass die dann das hier reinbringen. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Nimmst du gerade die Steine? Ja. Hat's genug Holz? Ich hoffe's. Nein, nur 5. Ich geh hacken. Oh, nice.
Das heißt, einfach ein paar Eimer machen und dann reinstellen und gut ist. Wir könnten eigentlich mal Roggen, gebratenes Fleisch, Barsch und Stein abliefern, um die Sumpfquest weiterzumachen, oder? Barsch müssen wir aber schnell kaufen gehen. Das willst du aus... Das machen wir nicht aus Stein, oder was? Nein, es geht nur darum, dass wir die einfach schnell bauen, um die Punkte zu kriegen, weil die ja so oder so irgendwann abgerissen werden. Oder willst du sie aus Stein machen? Wenn wir ehrlich, mehr Stein als Holz haben. Das Ding ist halt, ich würde so oder so wahrscheinlich die Häuser ungern wieder abreißen in der Gesamtheit. Ich meine, so hat es auch ein bisschen was Organisches. Das Problem ist einfach die Familien. Also, guck mal. Einfaches Haus, Anzahl 3. Nein, warte, das ist woanders. Häuser, einfaches Haus, haben wir 4 Plätze. Einfaches kleines Haus, haben wir 3 Plätze. Ne? Das heißt, ein einfaches kleines Haus kann der Familie nur ein Kind haben. In einem einfachen Haus können sie 3 Kinder haben. Ich gehe davon aus, dass sie 4 Kinder haben. Entschuldigung, 2 Kinder und dann 3 Kinder. Okay. Deswegen würde ich eigentlich schon gerne mehrere große Häuser bauen. Dann. Okay, okay. Die dann auch erweitern. Also, wir haben halt gar nicht mal so viele Dinge da. Ja, mach sie aus Stein. Mach sie dann ruhig aus Stein. Das meinte ich. Gut. Weil wir kriegen 50% wieder davon. Und unser Typ sammelt ja die ganze Zeit, der hat ewig viel Stein gesammelt. Gott, sieht das geil aus, wenn so eine Fichte zusammenbricht. Ja. Nein, ich will schon für alle, also jeder Bewohner soll bei uns ein anständiges Haus kriegen. Wenn wir die Häuser, was, wenn wir so ein bisschen Häusergruppen machen, dass da hinten eine Häusergruppe ist und dann. Oh mein Gott. Wenn so ein Geschrei kommt, weißt du, was passiert? Der Baum hat ein Attentat auf mich verübt. Kann ich ihm nicht verübeln. Also, wo war ich? Anständiges Haus, Familien. Ja, weißt du, wenn wir da ein Lagerdings machen und hier eine Scheune und so und da zwischendrin noch eine Taverne, dann eine Schenke, dann entsteht das eh relativ natürlich. Dann kommt das gut. Tiroler, danke für den Prime. Vielen Dank. Ah, scheiße, das wolltest du ja anders machen. Ich Trottel. Wenn ich das jetzt bearbeite und Stein dran mache, kriege ich dann mein Dings wieder? Nee. Dann bin ich für nichts Holzhacken gegangen. Also wir haben noch 300 Stein roundabout.
Achso, das ist die Tür. Die muss hier hin. Entschuldigung, das sind die Fenster. Was braucht es hier denn noch? Ah ne, ich habe sie gekriegt. Doch wieder zurückgekriegt. Ich mach die Holzstämme mal schnell dran. So leid. Ja, bitte. Was? Ja, yeah, bitte, mach das. Ah ja, sind schon dran. Ich mach mal schnell das Dach. Wird auch wieder reichen. Also warte, ich will kurz gucken, wie viel wir denn haben. Wir haben aktuell 12002. 12002. Ja. Ja. Ah, schön. Nächstes kommt der Winter. Wir brauchen mehr Bewohner. Ich glaube, ich hole noch jemanden zum Holzhacken, ne? Ich könnte noch den, der Holzhackt, theoretisch Stein machen lassen. Ja, andersrum. Die 300 Steine selber gesammelt oder war das ein Dorfbewohner? Das ist unser Dorfbewohner, der in den Minen arbeitet. Beziehungsweise, der den kackt es ein bisschen an, in die Mine zu gehen, deswegen läuft er einfach rum und sammelt Steine da. Aber ist mir egal, wo er die Steine herholt. Hauptsache, wir haben Stein. Wir hatten auch etwa 120 Holz oder so, aber Holz verbrauchen wir wie im. Also, es geht super schnell. Okay, 1231, nur schon dadurch, dass wir Teile vom Haus dementsprechend bauen. Du hast das schon gemacht mit dem Stroh? Nein, noch nicht. Nein, die 300 Steine, die wurden gesammelt von unserem sehr, sehr fleißigen... Wie heißt der? Leder-Chi heißt er. Leder-Chi ist das. Der heißt Leder-Chi. Lederes oder Leder-Chi, ja. Also eigentlich ist es Lederk. Also Lederk. Leder. Lederk. Leder. Ich nehme an, es wird Lederk ausgesprochen. Guter Mann. Guter Mann. Soll ich mich schon auf den Weg machen, jemanden zu holen, der noch Holz abbaut? Ja, bitte. Okay. Dann laufe ich da nach hinten, dann hole ich direkt zwei Barsch. Oh? Ja, es wird eng. Es wird eng, sagst du? Okay. Mhm. Bibidim. Bidibim. Achso, hier muss ich durch. Ich bin immer noch ein bisschen betrunken. Was hast du mir da für Bier gegeben?
gutes Bier. Es geht nicht mehr weg? Ja. Sag ich. Gutes. Wie eine Katze auf THC, halt nur mit Alkohol. Der Rausch hört nicht mehr auf. Ja, unlucky für mich. Oder lucky, je nachdem, wie man zu Drogen eingestellt ist. Eher unlucky. Mein Bronzehammer ist kaputt. Ich habe nie mit dem Bronzehammer gearbeitet. Irgendwas greift mich an. Und ich gefühlt die letzten... Banditen hier. Komm mal her. Oh, let's go. Der Vicent greift mich an. Okay. No. Oh Gott, du elendes Stück Scheiße. Da die Ward, okay. Ja, immer schön im Kreis rennen, dann kannst du mir nix. Das ist ein Klaps auf dem Po, du Sack. Ja, nix da. Du hast mich angegriffen. Jetzt ist fertig hier. So behandle ich normalerweise nur meine Frau. Okay, warte, Moment. Was? Hä? Hä? Der Chat weiß, was gemeint ist. Aha. Wahrscheinlich waren sie Zeuge, oder? Chat? Erklärungsbedarf. Ich hab keinen Bogen mehr. Hast du einen Bogen bei dir noch in der Kiste? Nö. Wir haben keinen Bogen mehr. Doch, du hast noch einen Bogen. Okay. Mistvieh. Hatte ich noch einen Bogen? Weg? Ja. Ich bin unterwegs. Ich greife mich schon wieder was an. Was greife ich mich denn an? Nix mehr, okay. Wo sind die Banditen? Wo sind die Banditen? Gib mich schnell mal. Ha? Moment. Einen Moment. Gut Salat essen, damit ich wieder voll gesundheit habe. Von wegen vom Salat schrumpft der Bizeps, ha? Ja. Gerüchte. Hier. Hast du noch? Ich mache mir noch zwei, drei schwere, ne? Nehmen wir das. Schnell den Vicenter auseinandernehmen. Ja, mit der Faust. Genau. Oh ja, ich sehe die Banditen. Ist der sauer auf uns? Oh. Vorsicht, Baum. Vorsicht, Baum. Ja, ja, Wolf. Und der Vicent, der Vicent, der Vicent. Nichts kannst. Nichts kannst. Tore. Tore, Tore. Bitch. Hoppa. Oh. Nice. Okay, nimm du den Zwei auseinander, ich nehm gut. den anderen auseinander. Nimm bitte nicht alle Speere weg. Job dir gleich immer welche. Thanks. Fast instant überbelastet. Hier hast du drei. Und noch schnell zwei, dann habe ich sechs. Dann brauchst du sechs. So. Der scheiß Wolf. Zu den Gemotschen. Oh, hier ist Ding. Hä? Wo sind wir denn? Ach, wir sind da. Okay. Das heißt aber, dass sie das Camp zufällig aufgeschlagen haben, weil das war noch nicht da. Ja.
Ja, let's go. Auf den, der sitzt, auf den, der sitzt, auf den, der okay, sitzt. Okay, Moment. Okay, du sagst 3, 2, 1, Feuer! Okay, sie sitzen mehrere. Der eine ist ein Bogenschütze. Oh fuck. Doch nicht. Ein Pinata tot. Zweites tot. Tot. Nice. Bierflasche, gebratenes Fleisch. Warum kann ich eigentlich sein Kühlschrank? Oh, wuff! Du des Scheißdings. Alter, okay. Der wurde aufgespießt. Alter, Falter. Ja, Mistding. Ich muss da ins Dorf. Okay. Nimmst du die Sachen von hier noch mit? Ja. Weil die haben hier Beerenwein, obwohl den Beerenwein könnte ich gleich verkaufen. So viel haben die nun wieder auch nicht, tatsächlich. Ja, doch hier. Kupfer, Hopfling. Was haben sie hier noch drin? Ja, das ist alles eins, hier wo ich stehe. Ja, ich muss weiter. Ja. Bevor die Händler schlafen gehen. Ja, ich bin so einfach so restbetrunken. Es geht immer nicht mehr noch. Weg. Das bleibt. Ja, ja. Lol. Ja, so 5 oder 10% da unten. Wahrscheinlich mal 5%. Ist täglich. Ja gut, meine ist schon längst abgelaufen. Was ist mir bewusst? Dass ich Geld spare, weil ich weniger saufen muss als du. Ich finde eigentlich dieses dynamische Banditen und schlagen hier Camp, dort Camp auf. Ultra. Mhm. Ich finde es auch gerade, dass die Banditen immer mal wieder ein Camp aufschlagen und du die dann auch wirklich ausschalten kannst. Eigentlich sollten wir dem Dorf auch noch helfen. Weißt du was? Ich komme eigentlich zu dir zum Dorf. Ist sowieso nicht entfernt. Hier kann ich auch einen Haufen Sachen da verkaufen. Wir noch mehr Münzen. Ich glaube, ich habe mittlerweile 2000 Münzen oder sowas. Whatever you need, I've got it. Bärenwein kann raus, die Bierflasche darf auch weg, die Federn können raus. Ich verkaufe dir einfach alles Fleisch. Und ich glaube, ich werde mich gleich ganz kurz in einer Höhle verirren. Und irgendwas abbauen. Irgendwas was? Irgendwas abbauen. Achso. Ah, wir haben einen Wiesentschädel dabei. Ha. Da können wir sicher eine Trophäe machen. Ja, kann als Wanddekoration verwendet werden. Die verkaufen wir mal nicht. So. Einfacher kleiner Rucksack. Plus 10 Kilogramm. Einfacher großer Rucksack. Ich glaube, ich kaufe den. Der kostet nur 480. Aber die können wir auch herstellen. Ja. Weißt du, wie lange wir brauchen, bis wir die hergestellt haben? Nein. Ich meine, 480 ist echt nicht viel und dann kann man ordentlich mehr tragen mit dem Rucksack, würde ich meinen. 10 Bombenstämme halt. Große Gürteltasche. Ich find's, naja, ich mach's für mich. Ich rechne mittlerweile alles in Bombenstämme. Hier noch eine große Gürteltasche, die gibt auch nochmal 10. 390. Eine Satteltasche. Eine Gürteltasche. Moment mal schnell. Danke dir. See you soon. Ja, see you soon. Jetzt kann ich ordentlich mehr mitnehmen, sehr schön. Ah, da bist du. Oh no. Hä? Stecke fest. Guck dich mal. Hello. Only the best products here. Alright. Nice trick. Dem hier Schafe. Ich habe die Kohlsuppe gemacht, damit wir hier ein bisschen anständig was kriegen, Chat. So, jetzt kann ich 70 Kilo tragen, das ist doch super.
Und ich stinke wie ein Biest. Ich gehe mal hier schnell baden. Ah, zum Fischhändler wollte ich noch. Was kostet der einfache Rucksack? Ach, einfacher großer Rucksack, oder was? 480, ja. Einfacher großer Rucksack. 20 Kilo. Ich habe nicht genug Kohle. Bist du bei mir? Warte, ich hab... Naja, alles gut. Ich verkaufe jetzt einfach ein paar Sachen bei denen. Ach Quatsch, ist geteiltes Geld. Ich meine... Ich leg dir... Nee, wirklich. Alles gut. Chill. Muss. Ja. Ich esse zum Fischer. Ja. Wehe, der schleift schon. Ich habe 255, also wenn ich noch ein paar Sachen verkaufe, dann ist durch. Fast. How can I help you? Kann ich Sachen eigentlich auch zurückkaufen? Zwei Barsche brauche ich. Für die Mission, sehr schön. Ein Stein, 7 gewahrtes Fleisch und 3 Roggen. Und ein Bart wäre nötig. Ja, ein Bart haben wir zum Glück gerade genommen. Haben wir nicht hier noch eine Mission? Schon, oder? Ja, da. Wir sollten dem Dorf nämlich auch helfen. Hier kommt meine Frau her. Das ist schon wichtig. Also, wie kann ich dir helfen? Hello there. Wie kann ich dir helfen? Da ist eine Leiche. Wessen Leiche? Ich weiß nicht, wessen. Ich habe es nicht geschafft, sie mir genauer anzusehen. Erstmal muss ich mich beruhigen. Mörder, so nah an Ostoja. Oder vielleicht sogar unter uns. Oder vielleicht war es nur ein wildes Tier. Ich kann mir die Leiche genauer ansehen, wenn du willst. Gut, ich sage allen Bescheid. Oder besser nicht. Ich will keine unnötige Panik auslösen. Ja, unnötige Panik ist etwas, das wir auf jeden Fall vermeiden sollten. Wo hast du denn die Leiche gefunden? An der Straße zu unserem Dorf in der Nähe der Brücke. Ich bin bald zurück. Alex? Die lebenden Toten. Alex? Ja? Der hat hier Flachshorn dabei. Noch Flachs. Flachs Samen. Samen brauchen wir. Nein. Der hat Flachs dabei. Ja, lass mal. Das wären halt einfach normale Fackeln, die wir machen würden mit Flachs. Nee, ich meine jetzt für Ding. Für unsere Näherei tatsächlich. Für was? Für unsere Näherei. Ja, ja. In der Näherei okay. Würden wir das Garn machen und mit dem Garn machen wir die Fackeln. Okay. 84, warte mal ganz kurz. Okay. Ich glaube, ich brauche doch. Ansprechen. Die Leiche liegt auf dem Boden. Ja, wenn du willst, also wenn 220. Du denkst, es ist gut, kauf's. Nimm's mit. Hast du 220? Ja, habe ich. Okay. Musst du einfach zu mir. Die Leiche liegt auf dem Boden. Sie sieht aus, als wäre sie am Ufer angespült worden. Allerdings befindet sich etwas zu weit vom Wasser entfernt. In der Nähe gibt es auch kein Meer und kein Fluss, nur einen ruhigen See. Schau mal genauer hin. Aus der Nähe sind die leichten Bewegungen der Brust des Mannes ebenso leicht zu erkennen wie das winzige Zucken in seinem Mundwinkeln. Er ist nicht tot, Mann. Brauchst du Hilfe? Bist du verletzt? Kannst du mich hören? Psst, nicht so laut, sonst verliere ich die Wette. What? Ich jag dir mal einen Speer. Die Wette? Steh auf und erklär dich. Psst, ich kann nicht aufstehen. Er könnte zusehen. Wer könnte zusehen? Mein Freund, wir haben gewettet, dass ich meinen Tu so lang wie möglich, als wärst du tot, Rekord brechen kann. Und jetzt ruinierst du alles. Die Frau, die dich gefunden hat, hätte vor Schreck sterben können. Sie holt sich schon wieder. Vielleicht tut sie das, aber was, wenn jemand anderes es nicht so einfach wegsteckt? Hast du je darüber nachgedacht? Nicht wirklich. Also nehme ich an, das ist nicht der richtige Moment. Dich darum zu bitten, mir ein Messer und eine Flasche Saft zu bringen, denn dass ich als falsches Blut verwenden kann. Ganz sicher nicht. Geh zu Stoislava und du solltest aufstehen und das Gesicht waschen und dich bei ihr entschuldigen. Und zwar ein bisschen hurtig. Ich bringe den Scheiß doch sicher nicht. Wirklich? Das Geld. Ah ja, das Geld. Sorry. Nee. Warte. Alles gut. Nee, Bro. Warte, kein Stress. Denn da gibt's noch einen größeren mit 10 Kilo mehr für 615. Ich habe gerade nur 280 dabei, aber ich habe noch einen Haufen Kohle so gesehen eigentlich zu Hause. Ich kann dir auch 680 geben. Oh lol, echt jetzt? Wie viel Kohle hast du dabei? Ich habe alles dabei. Wiegt ja nichts.
Ja, warte, dann gib mir. Moment. Ich weiß nicht, du musst schnell sein, weil. 260 habe ich dabei. Where the fuck is she? Ja, hier. Ja, die schläft jetzt schon. Fuck. Wo hier? Nein, die schläft noch nicht, die ist zurück. Ich drück dir einfach alles rüber hier. Hallo. So, ich rede mal schnell mit der anderen, um die Quest weiterzutreiben. Ja, wo ist sie unter? Wo sie ist? Naja, das Symbol mit dem Nähdings drüber. Ich kann sie nicht mehr ansprechen, die schlaft noch. Ja, eigentlich. Okay, die schläft hier auch schon. Ah, ne. Und hast du Leiche gefunden? Ja, habe ich. Und ich muss dich enttäuschen. Es war kein Mord. Was ist dann passiert? Ist er ertrunken? Hat ihn jemand vergiftet? Hat etwas da draußen ihn getötet? Die Sache ist die, er ist nicht tot. Nicht tot? Ich weiß doch, was ich gesehen habe. Er tut nur so, als wäre er tot. Hat mit einem Freund gewettet. Tut nur so? Eine Wette? Ist er noch da? Ich bring ihn um. Das würde dich zu einer Mörderin machen und ich fürchte, das muss ich dem Kastellan melden. Nein, das mach ich doch nicht, hallo. Ich bin versucht, dasselbe zu tun. Nein, doch nicht. Ich mach das untere mit dem Kastellan. So tun, als wäre er tot. Aus so einer Idee kann nur ein Mann kommen. Oh, hallo. Aber du verdienst auf jeden Fall eine Belohnung dafür, dass du die Leiche angesehen hast. Nimm das hier. Das habe ich heute gebacken. Aber als wäre Brot ohne saure Milch. Ich habe gerade keine bei mir. Aber wenn du später wiederkommst, gebe ich dir welche. Genug dumme wird das. Oh! Ich klicke mal schnell durch. I need some water. Achso, ich dachte, da findet gerade der Wechsel statt, lul. Entschuldigung. Oh, Fischbeere. Felix, das ist eine Fischbeere. Zum Stehlen. Weh, du stiehlst. Nee, ja. Dann werde ich sauer. Ich muss dir etwas abdrücken. Und zwar das und... Was will ich mit der Satteltasche? Das. Ich habe mich verkauft. Verguckt. Ah, du hast die Satteltasche aus Versehen gekauft. Ja. Yep. Ah, du dachtest, das ist der bessere Rucksack. Ja. Yep. Nicht schlimm, wir werden irgendein Pferd kriegen, dann können wir es da brauchen. Ja. Yep. Trotzdem hat es mich gerade genervt. So. Hast du dann wenigstens eine Gürteltasche? Nö. Na, sag mal. Hab ich den Gürtel los? Ich hab ein Säckchen. Wie viel geht da rein? Gar nichts, das ist das für Dinger bestrungen. Nein, rechts kannst du. Nee, ich hab keine Tasche. Nein. Okay, dann nimm mal den hier. Hast du wenigstens etwas. Danke. Wenn wir irgendwo bei einer Leiche einen Rucksack finden oder so, dann allerdings kann das dann jeweils der eine oder andere haben. Banditencamps, die haben sowas. Ja. Right. Da ist eine Höhle. So what? Wir könnten zurücklaufen und schlafen gehen. Oder wir warten, bis sie teleportiert werden. Ich glaube nicht, dass wir es überhaupt zeitlich schaffen, und schlafen zu gehen. Aber komm, lass mal schlafen gehen. Vielleicht packen wir es. Ja, also mein Gedanke ist halt, wenn wir schlafen gehen, dass wir die Frauen mit ihnen etwas anstellen, um Nachwuchs zu zeugen. Koito. Unity, dankeschön für 11 Monate nochmal. Du beschreibst keinen Kult. Nee. Ich meinte was anderes. Ja, wir kommen nicht rechtzeitig zurück. Mein Jagger, dich nicht spielen, oder? Genau. Ich hacke jetzt ein bisschen, weil wir kommen nicht mehr rechtzeitig zurück. Oh. Rein vor. Tja, dann wetten wir. Um eine Satteltasche. Ich weiß auf jeden Fall, wie sich Kaufreue jetzt abfüllt. Ja.
Du schaffst es tatsächlich noch. Ja, mir ist tatsächlich noch angekommen. Steinmesser, einfache Fackel. Hast du Sachen hingeworfen, damit du schneller rennst? Nein. Ich hab dich vielleicht irgendwann mal hingeworfen. Ich bin eigentlich irgendwie hingekommen, um jemanden anzuheuern, ne? Ich verstehe. Das hab ich total vergessen. Meine Damen und Herren, in der nächsten Folge geht's weiter. In der nächsten Folge werden wir noch fertig bauen, neue Leute anheuern und den Winter genießen. Der zweite Winter. Ja. Okay. Voll geil. Like da lassen, Kommi da lassen, wenn ihr es auf dem LP-Channel guckt, und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.